Aloha Muchachos und seid herzlich willkommen bei den Losers mit einer neuen Folge Rust. Mein Inventar ist leer, die Taschen sind noch leer, jetzt geht's ab und wird geplündert. What? What? Ich kann nicht raus! Wieso kannst du nicht raus? Hätte jemand eine Tür oder eine Barrikade davor gestellt? Eine Barrikade? Dieses Troll? Lololololololol! Dude, helf mir mal, geht schneller. Wir müssen raus. Dude. Ja, mies getrollt, Alter. Ey, das warst du. Bestimmt diese... Das warst du bestimmt. Niemals, nein. Ich hab ja keine Barrikaden. Das war bestimmt dieser Valeri, keine Ahnung was, ey, der mich auch schon getrollt hat. Du wolltest doch nur am Trollen hier, ey. Oh, also. Okay. Das ging aber zackig eigentlich. Ja, war ganz in Ordnung. Ach ja, du musst vorgehen, ich hab keine Ahnung, wo es lang geht. Ja, dann auch von mir erstmal ein herzliches Aloha. Meine Taschen sind auch leer. Wir werden uns jetzt nämlich ein kleines bisschen Loot greifen. Denn wir haben ja schon mal auf diesem Server gespielt. Vor einer langen Weile. Und damals hatten wir irgendwo an der Küste gebaut und wurden dann von einer Gruppe Franzosen nach ein paar Stunden weggefickt. Und ja, jetzt war ich gerade mal auf Blindertür gestern und bin da vorbeigekommen und habe gesehen, dass das Haus von den Franzosen ziemlich zerfallen ist und bin ein bisschen weitergegangen, dahin, wo wir unsere Häuser hatten. Und da stand ein Metallhaus. Ich weiß gar nicht, ob es geradet wurde. Es sind die ganzen Metalltüren weg. Eigentlich müsste es geradet worden sein. Aber dafür, dass es geradet worden ist, sind da auf jeden Fall viel zu viel Stuff. Und wie gesagt, ich hoffe, es ist wahr, was du gesagt hast, dass die Kisten nur so überquellen. Einige zumindest, ja. Hoppala, wo gehst du denn lang? Naja, ich bin noch hinter dir. Attacke. Also, was ich mir auf jeden Fall... Erstmal, ciao. Und ciao. Au! Swindert? Und ciao. So, haben wir jetzt auf 40% abgezogen, ja? Ich hab nur eine Kugel getroffen von den 40. Aber also, wie gesagt, was ich unbedingt haben will, ist Kevlar-Rüstung. Das auf jeden Fall. So eine schicke M4 wäre noch ganz... Ach ja, apropos M4, ich hab dir noch was... Ich hab ein kleines Geschenkchen für dich. Bleib mal stehen. Bitteschön. Oh, ein Holo-Sight. Damit ich dich auch anständig beschützen kann. Oder so. Dann treffe ich wenigstens was mit dem Scheißding. Damit du nicht wieder auch als, wieder so als ein, gierig so abstempelst. So ein Leiterturm, ne? Wer verschwendet seine Ressourcen für sowas? Das bringt doch nichts. Nichts. Einfach mal hoch genug baut. Meinst du da oben dann so ein Rohstofflager bauen oder wie? Na klar. Oh! Alter! Alter, hab ich mich gerade eingeschissen wieder. Zum Glück habe ich immer eine Pampers dabei. Ich habe mich auch gerade mies verjagt, Alter, weil du willst zu schießen, Alter, dachte ich, da ist schon irgendwer. Alter, ich habe keine Ahnung, warum ich mich das umgedreht Ding zu? Habe. Das ist zu. Warte mal, da schauen wir uns da mal. Da war ich auf dem Hinweg, war die rechte Tür nicht da und da war ich da drinne. Ja? Ja. Und hab den. Hallo! Hab dir sein Zeug geklaut. Hallo! Aber da war niemand da. Hallo? Hallo? Kannst du oben reinspringen? Oben ist auf, ne? Ja, oben ist auf. Ich weiß immer noch, man kommt auf jeden Fall nicht rein. Nicht da einer? Superman! Ich will da hoch! Werf mal die Sachen durch die Tür dann. Du kommst ja nicht mehr raus, oder? Ja, Holztür, ne? Ich hatte auf jeden Fall nix. Oh. 8 Wood und eine Woodplank. Worth it, not. Toll, da muss ich mich wieder raushacken, ey. Okay, dann hacken wir dich mal eben frei. Wobei, ich könnte auch einfach mir eine. Nein, ich hab keine Wir hacken dich. Was bist du hier? Nicht, dass wir zwei verschiedene Türen weg hatten. Die ah, ja. Na gut, dann hacken wir erstmal ein bisschen frei und dann sind wir gleich wieder da. Ja.
So, wir hatten keinen Bock, die Tür zu zerstören. Er hat es irgendwie anders geschafft. Man nennt ihn auch Superman. Weil ich so fly bin. Aber ist er wirklich unzerstörbar? Das will ich jetzt mal testen. Nein, nicht mich, nicht mich. Dass ich mal einfach scheiß Medikits verbraten muss, ne? Für so eine Scheiße. Ja, wer sagt, dass er Superman ist, ne, der muss natürlich auch die Kugeln auffangen können. The man with the steel boner. So oder so ähnlich. So, rechts raus ist das. Links, sie rechts, geradeaus. Ein Eisenschwengel. Das eine sieht auf jeden Fall schon krass geradet aus. Dieses hier rechts, das Holzhaus, ich glaube, das ist, glaube ich, so ziemlich da, wo ich mein Haus stehen hatte, oder? Alto Belli. Hier ist aber ordentlich was los. Ist aber nirgendwo einer. Es ist das rechte Metallhaus. Das linke ist zu. Da steckt aber viel Arbeit drin, ne? Aber ich weiß nicht, wann das Ding geradet worden ist, wirklich. Wo ist die Tür? Ja. Wenn das Ding wirklich geradet worden ist, dann haben die auf jeden Fall einiges da gelassen. So. Moskau, Moskau, werft die Russen an die Wand. Moskau ist ein schönes Land. So, wo sind die Kisten? Ich will plündern. Ja. Wo? Ich rieche die Beute. Hier ist nichts. Eine Axt. Drei Schuss. Wo ist das? Ja, hier ist das versprochene Gold. Hier ist er nach oben. Nicht? Alter, wie viele Kisten haben die denn hier oben? Wo ist er denn? Ja, ein weiter oben. Ne? 5 Schlafsäcke, die nehme ich auch mal mit. Ah, das wollte ich mitnehmen. Oh, Radiation, davon will ich nichts haben. Fleisch nehme ich mal so zwei Steaks mit. Von dem Scheiß brauche ich nichts. Obwohl, doch, nehme ich mal auch mal sowas hier mit. Oh je, oh je. Ey, wir können eigentlich hier doch einfach unsere Metalltüren reinbauen, dann haben wir einfach schon ein fertiges Haus. So einfach ist das. Theoretisch könnten wir das sogar machen, das ist sogar ein ziemlich großes Metallhaus. Ja. Wollen wir das so machen? Ich weiß nicht. So böse, ne? Vor allem hier, die Gegend, ne? Ja, die ist ein bisschen zu krass, glaube ich. So, hier, ich will Kevlar haben, deswegen bin ich hier. Ich will Kevlar. Wo ist das Kevlar? Nimm hier mal Kohle mit. Naja, hier in der Kiste. Ey, was die alles haben mussten, das ist doch so nicht mehr normal. Wie lange die gezockt haben und alles weg. Ist fertig. So, Dirty Sanchez ist fertig. Noch ein hoch. Aber warte mal, vielleicht haben sie hier noch versteckte. Ja, nee, hier geht's gar nicht hoch. Ja, so ein beliebtes Versteck unter den Treppen noch so einen kleinen Beutel zu bauen. Hier hinten geht's hoch. Da. Wo du? Ja. Und wieder so viel. Ich werd hier noch verrückt. Alles ausziehen. Ach, die haben. Oh. Das sieht mir stark nach einem Duper aus. Aber das ist echt schon. Bisschen zu. Ja, das habe ich ja gesagt. What the fuck, ey? What the fuck? Das ist eindeutig krass. Hast du den Kevlar-Kram schon gefunden? Ja, aber nur Hose und. Hier in der Kiste. Ach, da ist noch mehr. Ah, ich verstehe. Hier sind wahrscheinlich die Schuhe dann drin. Hey, geh weg da. Zwei extra. Ja. Die ganzen Flares können wir auch mitnehmen, ne, oder? Für C4 basteln. Ja, ich schau gleich mal. Alter, ich bin gleich schon voll. Ich würde ja gerne noch so ein paar M4s mitnehmen, ne? Ich bin ja so ein M4 heißt die, ne? M4. Da würde ich gerne noch ein paar M4 mitnehmen. Aber M4 haben sie nicht so viele. Ja. Pumpgun mehr so. So, die nehme ich noch mit. Die ist voll auf.
Aber die haben wenig Muni, ne? Bis, oder gar keine sogar. Haben sie wahrscheinlich nichts mehr da gelassen. Pumpgun Muni ist hier noch. What the fuck? Ach, hier unten habe ich ja noch alles frei. Dann nehme ich doch noch was mit rein. So einfach ist das. Ist ja wie im Himmel hier, wie im Himmel. Vor allem sind hier auch richtig viele Metalltüren, die wir nicht aufmachen können. Ich weiß echt nicht, was ich hier noch mitnehmen soll. Das nehme ich auch einfach nochmal mit. Und den Rest müssen wir hier lassen, also. Anders geht's nicht. Ja. Ich bin noch gar nicht wieder ganz voll, aber ich habe auch gerade nichts, was ich noch mitnehmen will. Das ist auf jeden Fall nicht zu wenig versprochen. Nur so irgendwie Ressourcen hatten sie nicht mehr. Das ja, das haben sie wahrscheinlich alles schon mitgenommen. Aber obwohl, geht's hier vielleicht nochmal nach oben? Ist hier eine Barricade? Ist eine Barricade gestellt, oder? Oder mal durch? Ja. Damit kennen wir uns jetzt ja schon aus mit der Barricade zerstören. Dank dem Troller. Aber es hört sich ja also immer noch auf Metall hauen. Ich hau nur die richtig ab, weil du haust keine Ahnung, wo Truppe. Alter! Ah, hier. Nein, da. Ja, genau. Ups. Aua, aua. Ah, hier geht's nee, auch. Achso, hier geht's aufs Dach. Alter Belly, dem war aber extrem langweilig. Hier ist es aber nicht so, dass Barricades langsam verschwinden, wenn man nicht da ist. Das heißt, die müssen ja auch noch gar nicht so lange weg sein. Oh, steht ja auch noch. Das würde ja auch irgendwann verschwinden, theoretisch. Ja, also, wenn man sich das Inventar hier so anschaut und die Sachen dabei, dann würde ich sagen, Rückzug, ab nach Hause. Ja. Ich bin schon wieder ganz unten. So, wollen wir uns hier mal dieses Holzhaus da angucken? Ach, wenn wir schon hier sind, ja. Warum nicht? Achso, wo bin ich denn? Ach, das hier. Oh, oh, hier geht's nicht weiter? Achso, du suchst du gerade... Lol, da hinten liegt einer. Ja, wo? Wo? Hinter dieser Barricade hier. Ach da, stimmt. Sollen wir die abbauen? Ja, klar. Oh, Johnny, warum hast du kein Gewissen? Aber wieso? Wie ist der hier runtergekommen? Ich hab keine Ahnung. Irgendwas möchten sie ja gerne verstecken. Ja, die Barricades sind da, damit man nicht durch die Schlitze in den Wänden gucken kann. Achso. Und 1, 2, Schüsse 3. Oh, da hat er nichts. Und hier hinter den Wänden ist auch gar nichts. Na, sehe ich da noch einen? Nee. Lol. Was ist los? Das Metallhaus hier? Aber da oben ist eine Tür. Ich glaube, das hinter ist aber auch gar nichts mehr, ne? Doch, auf jeden Fall ist da noch ein Stück Haus. Ein Stück Haus? Ja. Ich weiß auch nicht, was da oben ist. Stimmt, es geht noch wirklich ein bisschen nach oben. Hast recht. Also, wir haben ja 3 C4, ne? Reicht für eine Tür. Reicht für eine Tür, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, bringen wir die Sachen erstmal wieder sicher zurück. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oder hier noch eben Rohstoffe in der Geisterstadt. Ja, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch hier alles erstmal durchsuchen und erforschen. Oh, hier sind 100 Millionen Handmade Shell. Was? Was denn?
Und ziemlich viel Stein. Bist du in der. In dem Holzhaus oder was? Genau. Der Rest wurde mitgenommen. Hatte der Typ wahrscheinlich einfach keine Verwendung dafür. Hoppala. Hoppala. Wer hat auch schon Verwendung für halt Mage Shale? Ah, ich geh mal weiter nach oben. Oh, hallo, Benjamin. Hier ist nichts. Nope. Du weißt schon, dass die Pipe Shotgun die stärkste Waffe in dem Game ist, ne? Ja. Deswegen. Und dafür sind, glaube ich, die Handmade Shale. Ja. Eigentlich ist die Pipe Shotgun auch ein bisschen scheiße. Ja, die ist so ein bisschen wie die AWP in Counter-Strike, ne? Vor allem auch nur einen Schuss, ne? Kommst du mir gerade entgegen, oder? Ja. Ah, okay. Nochmal all Stein mitgenommen, was ich hier gefunden habe. Dafür habe ich schon gar keinen Platz mehr. Wollen wir dem sagen, dass wir an sind? So, dann bringen wir eben das Erbeutete zurück ins Lager. Stein für Stein nehmen wir mit. Dafür gibst du mir die Hälfte. Ey, das ist hier Teamarbeit, nicht vergessen, ne? Ich beschütze dich und ich krieg die Hälfte. Oh, apropos. Was könnte da denn drin sein? Nichts. Fragt sich nur, was ist, wenn man höher kommt. Ist etwa auch nichts, oder? Das ist jetzt die Frage, Ads. Ne? Ich bin ja dafür, dass wir da mal nachschauen. Ja? Wir bringen die Sachen zurück und dann schauen wir mal nach. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Ganz egal! Schwanz in Arsch! Originaltext. Original. Ich schwöre. Ey, diese Häuser, die wir haben, ne? Also meins geht noch, aber deins. Hauptsache 5 Trillionen Meter die Pillars nach oben und ein Stockwerk. Ja, ich habe keine Ahnung, wer so behindert war und das gebaut hat. Wahrscheinlich ist einfach nur alles verschimmelt, außer die Pillars. Also Kohle habe ich jetzt gut. So, da sind wir wieder. Alle Sachen werden jetzt wieder einsortiert. Und dazu brauche ich Kisten. Kisten en masse. So, Muchachos, ich werde jetzt noch meine Sachen hier sortieren. Alles in die Kisten packen. War auf jeden Fall ein geiler Raubzug. Gut, dass du das gefunden hast. Und damit würde ich sagen, nächste Folge schauen wir mal irgendwo anders vorbei. In diesem Sinne, reingehauen!